Er ist viel zu heiß, um ihn anzufassen. Du sollst ihn doch nicht anfassen, du sollst das Ding davor halten. Er ist viel zu heiß, um ihn anzufassen. Ach, Mädel. Überlegen, betrachten. Das ist die Konsole aus dem Steuerungspult. Sie ist ziemlich feucht. So weit war ich jetzt auch schon. Ich müsste das Ding irgendwie trocknen. Dann bitte verwenden... Er ist viel zu heiß, um ihn anzufassen. Ach Mensch, was machst du denn? Zur Landseite ausgerichtet nützt er mir nichts. So weit waren wir schon. Ich habe jetzt irgendwie gerade Sorge, dass mir das Schiff wegfährt. Wir haben hier sonst auch nichts an... Ja, wir haben die Klemmen als Auswahlmöglichkeiten, aber das war's dann auch schon. Gut, drehen wir es nochmal ab. Drehen das hier dran. Ändert das irgendwas? Wir können das jetzt nicht damit verwenden, okay. Wir können es also überall dran schrauben. Die Frage ist, was haben wir davon? Gut. Was jetzt? Gar nichts. Okay. Gut, das war der Schalter gewesen, mit dem wir es anmachen konnten, nicht wahr? Damit der können wir es. Aus. Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Damit können wir es ausmachen. Okay. Dann nochmal abmachen und wir drehen das mal hier dran, sodass gar nichts passiert. Aber bei denen passiert generell nichts. Das ist natürlich blöd. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was wir machen sollen. Kabelklemme verwenden geht nicht. Wir können überlegen, wie wir das trocknen sollen. Ja, ich habe immer noch bloß die eine Idee. Wir machen das... irgendwo anschließen, aber wo? Ja, so weit war ich schon. Hier, drehen dran, Licht wieder an. Ich habe immer noch nur die eine Idee, dass wir unsere Schalttafel davor halten, um das zu trocknen. Aber das will sie ja offenbar nicht. Gut, hier können wir bloß erschieben, geht bestimmt nicht. Und ist hier bestimmt zu heiß. Er ist glühend heiß. Ach, Überraschung. Gut, verwenden nochmal. Er ist viel zu heiß, um ihn anzufassen. Ach Mann, Mädel. So weit war ich doch schon und das Schiff fährt weg, oh Gott. Ah, hier hinten vielleicht? Nein. Wir haben aber sonst auch nichts irgendwie. Springen wir mal. Nein. Nein. Ich kann da nicht runterspringen. Das würde ich nicht überleben. Ich muss einen anderen Weg finden. Sowas aber auch. Tja, ich habe wirklich keine Idee gerade, was wir tun könnten. Ach, können wir die Pistole vielleicht irgendwie verwenden? Der ist viel zu heiß, um ihn anzufassen. Ach Mann, bevor mir das Schiff jetzt wegfährt, speichere ich hier wirklich mal. Und ja, weil das ist mir jetzt irgendwie hier, weiß ich nicht, vielleicht soll das nicht so sein, ich weiß es nicht. Ach Gott, ja, was können wir tun, was können wir tun? Betrachten. Das ist die Konsole aus dem Steuerungspult. Sie ist ziemlich feucht. Ja, super, Überraschung. Vielleicht müssen wir die Kiste auch wegfahren lassen, das kann natürlich auch sein. Es ist viel zu heiß, um ihn anzufassen. Ach, jetzt sei doch mal nicht so doof hier. Die fahren weg, das ist doof. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich muss es irgendwo anschließen, aber wo? Die hier drüben zum Motor verwenden, nutzen überhaupt nichts. Aber keine einzige. Ja, und jetzt ist das Schiff sowieso weg. Und damit hat sich die Sache eigentlich erledigt, oder? Hm. Vielleicht können wir die aber auf die Rückwand halten. Nicht. Hier versucht sie es nicht mal. Okay. Schießen auf den Scheinwerfer? Nö. Schade. Drücken nochmal, ist bestimmt zu heiß. Der ist glühend heiß.
Verflixt aber auch. Verflixt und zugenäht. Ein alter Suchscheinwerfer. Das hat uns jetzt wahnsinnig weitergebracht. Tja. Dann ist mein Latein so ein bisschen am Ende. Vielleicht können wir auch ausmachen. Der Scheinwerfer ist immer noch heiß genug, um es zu trocknen oder sowas. Mach mal ab hier und dreh's mal hier dran. So, lass mich zurückgehen. Und jetzt den Scheinwerfer, die Steuerkonsole verwenden mit dem Scheinwerfer. Geht das? Ja, willst du mich denn verarschen? Was genau hat sie jetzt? Ach so, ach nein, oder? Gut, dann würde ich sagen, ich lade nochmal. Spiel laden. So, und dann machen wir jetzt ganz fix hier das Ding aus. Komm, lauf, bevor die weg sind. Dreh hier ab. Dreh hier dran. Knips. Darf ich? Lass mich. So, verwenden. Mit dem Scheinwerfer. Los. Das schaffe ich nicht. Das könnte funktionieren. Das ist schön. Los. Hier abdrehen, hier dran drehen. Ah, na bitte. Na bitte, unser Schiff ist weg. Toll. Dann machen wir jetzt wieder aus. Scheiß drauf, okay. Wir müssen ja eh auf eine andere Art und Weise. Ist wieder aus. Wir müssen ja eh auf eine andere Art und Weise flüchten, von daher ist das eigentlich egal. Nehmen wir den mal. Los. Das müsste genügen. Der ist bestimmt auch gar nicht heiß, nachdem der vor dem riesigen Ding gehangen hat. So, und dann fügen wir das hier ein und vielleicht können wir dann zumindest das Ding zum Laufen bringen, auch wenn das Schiff da hinten weg ist. Das war ja sowieso überhaupt nicht anwählbar oder sowas. Konsolenfach? Nein, du sollst ja eigentlich... Gut, das Kabel müssen wir wahrscheinlich dran lassen. Dann füg mal ein. Jetzt müsste es funktionieren. Das ist schön, dass es jetzt funktioniert. Jetzt bringt's uns nichts mehr. Müssen wir erst anmachen oder wie? Das hat aber auch schon vorher geklappt. Ach, sehr schön. Okay. Ach nee. Da hat doch jemand reingeschossen. Verdammt. Was ist? Was soll das denn? Der Scheinwerfer. Zerschossen. So ein Mist aber auch. Das war bestimmt Agro, oh Cliff. Ich hasse sie. Ach, die Alte, ach so. Das Mädchen ist gekommen, nicht wahr? Das Mädchen, mit dem du danach in der Zelle warst. Ich bin müde. Ich weiß. Es ist spät. Schlaf jetzt ein bisschen. Ich bin morgen wieder hier. Dann machen wir weiter. Keine Angst, ich weiß jetzt, wo ich morgen weitermache. Gute Nacht. Machen wir jetzt auch hier Feierabend endlich mal? Also wir haben ja jetzt Massen an Flashbacks eigentlich heute gehabt. Wir könnten höchstens... Nein, ich glaube, wir machen wirklich Feierabend, oder? Ich könnte höchstens nochmal probieren, hier in Zelle 4 das Ganze vorzuspielen, aber ich glaube, wir sind jetzt für heute fertig. Quatsch, das will ich doch gar nicht. Ich will hier Audiomitschnitte, Zelle... Audiomitschnitte! Wir wollen Zelle 2. Das Abend, Teil 1. Klappt das? Wir werden eingesperrt. Wir? Ja. Sie und ich. Wer ist sie? Ach, das war's gar nicht. Sie hat ein Messer. Mein Messer. Schön, das war auch gar nicht das, was ich wollte. Sondern wir müssen ja den 10.11. nehmen. Abend, ist das auch Abend oder was? Nee. Moment, 9.11. Ach hier, Nacht. Das wird's wahrscheinlich sein. Teil 2. Verdammt! Ja? Was ist? Was soll das denn? Der Scheinwerfer! Zerschossen! Oh nein!
sie. Mal sehen. Ach, das klappt echt. Ich dachte, wir haben jetzt endlich mal Feierabend, aber wir kommen ja wirklich gar nicht mehr weg, offenbar. Die Nacht muss doch schon bald rum sein wieder. Ruh dich jetzt aus. Es ist spät. Ich komme morgen wieder. Okay, dann ist wirklich Feierabend. Aber wir wissen, wo wir morgen weitermachen. Vielleicht müssen wir das nicht mal mehr vorspielen. Jetzt kann sie hier des Nächtens in Ruhe darüber sinnieren. Gut, und wir können eigentlich mal einen saufen gehen mit dem guten Joe. Und machen jetzt erstmal wieder rüber von der Insel runter. Ach, wer steht denn hier rum? Das ist doch Dr. Young, was macht der denn hier? Lauf, Dave, lauf. Dr. Young, was machen Sie denn hier draußen? Ja. Wieso interessiert Sie das? Ich dachte, Sie wären schon nach Hause gegangen. Und Sie? Feierabend? Ja. Haben Sie etwas erreicht? Schon möglich. Ich denke, ich werde herausfinden, was mit diesen jungen Leuten passiert ist. Ich bin zuversichtlich. Ach, tatsächlich. Nun, das ist ja erfreulich. Lassen Sie hören. Seien Sie nicht böse, aber ich bin ziemlich müde. Ich wollte jetzt gleich ins Hotel. Also dann. Mysteriös, mysteriös. Und schon wieder eine SMS. Ist das schon wieder Joe? Schauen wir mal. Post. Ach nein, Kim McNamara. Okay. Für dich im Hotel ein Expressbrief. Kim, na super. Das ist bestimmt ein Scheidungspapier, so wie ich das einschätze. Denn die Alte hat ja gesagt, dass sie sich scheiden lassen will von uns. Miststück. So, Hotellobby. Und dann gehen wir mal zum Mr. Flynn. Mr. Flynn? Mr. Flynn? Sir. So, Info. Guten Abend, Sir. Ich habe Post für Sie. Ein Brief, bitte sehr. Danke. Ich würde sagen, um den zu lesen, gehen wir aber hoch. Bis später. Guten Tag noch, Sir. Ich ahne ja, was drin ist. So, rauf aufs Zimmer. Gehen wir noch hier rüber. Und dann schauen wir mal. Ach, wir haben die Taschenlampe noch einstecken. Können wir die ausmachen? Nö. Gut, dann Brief betrachten. Sehr geehrter Mr. McNamara, ausweislich der anliegenden Vollmacht zeigen wir an, dass wir die Interessenvertretung von Kim McNamara Washington übernommen haben. Frau McNamara ist die grundbuchlich eingetragene Besitzerin des Hauses 37 Hillside, Washington, in dem Sie erst wohnsitzlich gemeldet sind und das Sie gemeinsam mit unserer Mandantin bewohnen. Unsere Mandantin erteilt Ihnen ab sofort ein Verbot, das Haus oder Grundstück 37 Hillside zu betreten. Bei Zuwiderhandlung werden wir polizeiliche Maßnahmen einleiten und Strafanzeige stellen. Ihre persönlichen Gegenstände werden eingelagert bzw. Ihnen postalisch zugesandt. Wir werden uns in Kürze wieder bei Ihnen melden und die Angelegenheit weiter verfolgen. Hochachtungsvoll, Frank Pollock. Ingram & Pollock. Alter, ist das ein blödes Miststück oder was? Das gibt's ja gar nicht. Dann rufen wir jetzt mal... Ich rufe jetzt erstmal Terry an. Dieser Arsch. Sorry, Leute, aber ist so. Penner! Ingram? Hey, Terry, ich bin's. David, hi. Ich brauche deine Hilfe, Terry. Ich habe Post bekommen. Aha. Von Kim. Es ist ein Anwaltsschreiben. Von deiner Kanzlei, Terry. Oh. Sie will sich scheiden lassen. Hast du davon gewusst? Terry, bist du noch dran? Sie muss das mit Frank besprochen haben. Ich glaub's einfach nicht, Terry. Ich meine, ich hab doch alles versucht. Ich weiß ja, dass das alles nicht einfach für sie ist. Himmel, für mich ist es auch nicht einfach. Aber sie kann das doch nicht einfach alles so wegwerfen. Nicht so. Tut mir wirklich leid, David. Hör mal, kannst du mit Frank reden? Kannst du ihn irgendwie zurückpfeifen? Ich werde sehen, was ich machen kann. Aber ich glaube, du solltest dir nicht allzu große Hoffnungen machen. Mein Gott, was bin ich denn? Ein Monstrum? Bitte, Terry, sprich du mit ihr. David. Ja? Du musst dich behandeln lassen. Ich sage dir das als Freund. Was? Fängst du jetzt auch noch damit an? Du weißt es selbst, David. Gerade du. Herrgott, ja, ich mach's. Ich mach's ja. Aber was hilft mir das jetzt? Du sprichst also mit Kim.
Versprichst du mir das? Ja, mache ich. Danke. Ich muss Schluss machen. War ein harter Tag. Und du bist auch nicht gerade gesprächig. Sorry. Ist eine schwierige Situation. Auch für mich, weißt du? Sicher. Tut mir leid, dass ich dir das aufhalse. Wir sprechen in Ruhe über alles, wenn du wieder in Washington bist. Du schuldest mir noch einen Budweiser. Hatte ich glatt vergessen. Halt dich, ja? Yep. Mach's gut. Was haben die denn alle für ein Problem hier? Das gibt's ja überhaupt nicht.